Machtdemonstration im Hauptstadtderby. Der LTTC Rot-Weiß besiegt den Stadtrivalen vom SCC Berlin mit 8:1 und sichert sich somit 2 wichtige Punkte in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, nachdem wir am Freitag gegen Sennelager verloren hatten, waren wir eigentlich relativ confident. Jedem war das so bewusst und deswegen, ich glaube, es war eine gute Message heute nach den Einzel, nach den 6. Denn schon da demonstriert Rot-Weiß erbarmungslos seine Stärke gegen den Neuaufsteiger vom SCC. Eines der Ausrufezeichen des Spieltages setzt Orion Roca-Bataille, der sein Match gegen den Franzosen Maxime Chazal nicht nur im Alltempo gewinnt, sondern dabei auch kein einziges Spiel abgibt. Und auch Nino Ehrenschneider, Edouard Estef Lobato und Baptiste Crepat machen kurzen Prozess. Dreimal heißt es: Spielsatz und Sieg Rot-Weiß. Wir wollten das unbedingt gewinnen, das Derby, dass wir halt der King hier in Berlin sind, so ungefähr, das wollen wir zeigen. Und so sind wir auch aufgetreten, direkt von dem ersten Spiel an. Für die frühe Entscheidung sorgt aber Timo Stodder. Mit seinem Zweisatzerfolg über Benito Jara und Sanchez Martinez macht er den 5. Sieg im 5. Spiel klar. Berlin war sehr, sehr schwer am Anfang, Nervosität war hoch. Muss man sich durchkämpfen und das haben wir heute getan als komplettes Team. Auch die Spanier haben gut durchgekämpft, also von daher gute Teamleistung einfach. Ganz leer geht der SCC trotzdem nicht aus. Immerhin Tristan Wolke kann das letzte Einzel gegen den Argentinier Agustin Belotti mit 6:1 und 6:4 für sich entscheiden. Das zumindest ein kleiner Trost für die Charlottenburger. Doch das Derby geht nach dem 5:1 in den Einzeln eindeutig an Rot-Weiß. Ja, wir wussten, dass es schwierig wird, da wir ja die Meldeliste schon kannten und gesehen haben aus den anderen Spielen, wie die spielen werden. Aber man geht natürlich immer mit irgendwelchen Hoffnungen rein, haben sich heute leider nicht bewahrheiten können. Aber ja, war es gute Stimmung und schönes Wetter, Hauptsache. In den Doppeln bleibt es bei einer klaren Angelegenheit, denn auch die letzten 3 Siege gehen an Rot-Weiß, die ihre Stärke damit noch einmal unterstreichen. Das Endergebnis lautet 8:1 und der Derby-Sieger damit ganz klar der LTTC. Egal ob es SCC oder Blau-Weiß ist, Rot-Weiß will immer gewinnen in Berlin. Das war gestern auch schon beim Dinner klar und so haben wir uns auch eingestellt und so wollten wir auch auf den Platz gehen und haben wir es auch gezeigt. So. Hier findet ihr noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. Die nächsten Spiele der beiden Hauptstadtclubs steigen schon am Freitag. Für den SCC geht es dann zu Hause gegen den Bremer TC und dann heißt es vor allem Punkten, Punkten, Punkten. Auf Rot-Weiß wartet auswärts zunächst der Tabellenführer vom Kölner THC, danach der Oldenburger TEV. In Oldenburg wollen wir auf jeden Fall schlagen. Köln, da gucken wir, was wir machen können. Und obere, mittlere Tabelle wär schon sehr gut. Aber mit der Kraft und Motivation, die sie nun aus dem Hauptstadtderby geschöpft haben, können sie sicherlich auch diese Mammutaufgabe bewältigen.